Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal. So, wie immer mit dabei, der gute Yuyuka, Hallo. der Herr Salentin, Moin Moin. der die gute Silkene, Brumm. unser Rahman Rachmador. Juhu. Ja, und auf dem Server sehen wir unten im Chat gerade, der gute Ragnar hat sich auch hier eingefunden. Mal gucken, ob er unsere Siedlung dann findet. Ja, und wie ihr bei mir seht, das Projekt ist gestartet. Ich habe jetzt drei Karren mit A1200 Stein Gewicht drin. Nö. Haha. Und Hat die den Rang. Challenge jetzt in 30 30 Minuten leer machen oder was? Aber ich habe mich eher gerade darüber schlapp, dass Salentin wieder übers Pferd geflogen ist. Beziehungsweise das Pferd Kackeiche. über ihn. Hast dich aufs Maul gelegt? Ja, Ja. Kackeiche. Hat's wehgetan? Nein. Nein. Schade. Keinen Schaden gekriegt. Schade. Ah, weil Armbrustbolzen treffen dich auch da hinten. Schienbeinbruch tot. Den ballistischen Schuss möchte ich gern von dir sehen, Barock. Vor allem Ich blind lach und mich schlapp, wenn er ballistisch. trifft. Du, Rahman, das ist hier der Witz. Er schießt ihn ab, ich schieße auch ein. Und dann sagen wir einfach, er hat getroffen. Er kriegt Das aber eine kriegt er Meldung, wer ihn angezeigt. getroffen hat. Das ist ja langweilig. Aber willst du es wirklich riskieren? Letztes Mal hast du auch nicht gedacht, dass er dich noch trifft. Also bis jetzt Okay. habt ihr mich noch nie mit einer Armbrust abgeschossen. Ich Dich finde es ja, nicht, ne? ich finde es ja wirklich nett, dass er Roleplay-mäßig schreibt. Aber ich muss es echt nochmal wiederholen. Wir haben keinen Roleplay-Server. Das macht doch nichts, das ist doch gut. Und Joker, willst du das wirklich unterschreiben, dass dich noch keiner abgeschossen hat? Du hast es versucht, du hast aber nicht getroffen. Und dann habe ich mich ziemlich darüber aufgeregt, dass ihr mich aus euren Kindereien rauslassen sollt. Irgendwen von euch zwei da vorne hatte ich getroffen. Ich glaube, du warst es. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber er schreit gerade danach, dass es auf jeden Fall wieder passiert. Nein, ich schreie nicht Doch. danach. Tod durch Ganz klar Schaufel. danach. Wieso hat der Fährmann ein Lagerfeuer? Mit Wieso seinen nicht? Briefen. Ja, das habe ich schon verstanden, aber der Fährmann hat kein Lagerfeuer. Vielleicht der schon. Der sitzt auf dem Boot. Ja, und? Ewig. Macht doch nichts. Offenes Feuer auf Schiffen, weißt du noch? War Ach, so möglich. bitte. Haben Chinesen auch gehabt. Ja, war nur nicht so klug. Nur die hatten Feuerschalen aus Stein. War kein Problem. Seit wann hält es Menschen auf, was Unkluges zu tun? Noch eine Mich ganz nicht. andere Geschichte. Mittelalter haben sie auch glühende Kanonenkugeln geschossen. Das war gang und gäbe. Und die Untoten waren auf den Meeren auch aktiv. Aha. Oder wir erinnern uns an griechisches Feuer. Ah, schöne Erfindung. Je mehr Wasser man drüber geschüttet hat, desto heller leuchtete es. Tja, und warum heißt das griechisches Feuer? Damit haben sie es Gyros erfunden. Dürfte ich mal kurz. Ah, Ja, komisch. Flachwitze. Wenn Baruch sowas reißt, kriegt er nur ein Psch-Boom. Und bei mir heißt es gleich wieder: blöde Sprüche des Juke von Tal. Ein Nein, Sinnlose. das ist bei zusammenhanglosen Sprüchen. Ulme, Und da steckt dein Ulme. Name drin, also wäre das schlecht, wenn Barock den kriegt. Sinnlose Sätze des Barock von Zornbold? Würde auch mal gut passen. Naja, aber bringt hier keine sinnlosen Sätze. Naja, Doch naja. nicht. Das unterschreibe ich jetzt so spontan mal nicht. Ich habe dir auch keinen Brief geschickt, damit du es unterschreiben kannst. Verdammt, wo ist Auch meine. kein Brief sein, ein Formular würde auch schon reichen. Wo ist jetzt meine Buddel? Warum ist eigentlich immer mein Rum alle? Du trinkst nicht. Doch. Ich formuliere um, du trinkst keinen Alkohol. Das stimmt so wiederum auch nicht. Ab und zu trinke ich mal was von Bärenwein. Das kann Thermi, das kann Raman bestätigen, das kann Barock bestätigen. Das können Sonja, Ann-Kathrin und Imari bestätigen. Ja, aber wir reden Du. von Sachen mit Alkohol und da Ja. ist alles über 20% gemeint. Du trinkst also sowas wie Apfelsaft.
Wow. Es schmeckt besser. Es geht bei Alkohol nicht um den Geschmack. Das hat dir noch keiner erklärt, oder? Es geht um den schönen dicken Kopf. Das sehen die Leute sehr unterschiedlich. Für mich geht es dann tatsächlich doch um den Geschmack. Ja, es ist eine Kombination aus beiden. Die Wirkung muss stimmen, aber wenn der Geschmack dabei ist wie Brennspiritus, dann macht das auch nicht viel Sinn. Wieso? Nur die ersten zwei Gläser, dann ist es eh egal. Nee. Die Ulme ist gut. Und ich steht mir noch auf dem Weg, scheiße. Die Esche ist auch gut. Gottverdammt! Also das ist Holz. Schnell aufsteigen, hier rennt was auf mich zu. Ein Wolf? Ne, es klingt eher wie ein Kerl. Oh. Das ist ein Bär. Ne, es ist ein Elch, der im Baum hängt. Kill ihn. Oder ein Hirsch. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Nimm eine Lanze. Ich habe keine dabei. Du reitest ohne Lanze? Ich habe meinen Malfuß dabei, nenne ich. Ne, nett gibt's das sowieso nicht. Baumfeld. Packen wir hier gerade auf Akzenten rum, oder was wird das? Ja, das war ein gutes Baum. Das war 60 und das, was hier noch steht, ist 78. Aber wir haben ja glücklicherweise sehr gutes Holz oben noch, was ich nicht fällen darf. Also alles unter 90 haut um. Völlig egal. Was? Es leckt schon wieder. Ja, merke ich auch gerade. Das muss so. Lecken ist gut. Ulme 78. Unter 90, also kann weg. Ja. Ich finde es ja lustig, dass du Aktionen ausführst, die ich schon angefangen habe. Bei einem Global? Ja. Das müsste die Hütte von Skydance sein. Nee, der war nördlich vom Berg. Nee, ist schon richtig, die Beschreibung da. Boah, die Lecks sind aber echt zum Kotzen ein wenig. Wo bitte ist oberhalb der einzelnen Insel? Rechts die Insel. Könnt ihr noch oberhalb und dann hier neben dem Berg. Passt schon. Was ist denn los? Dachte, der wäre nördlich vom Berg gewesen. Nee. Komm hin mit der Position. Macht ihr noch was? Ja, ich mach grad Kleidung. Weil ich mir eine Endlosschleife zum Thema Ulmen weghauen weg. Was? Ja, du bist hier regelmäßig am Graben? Der Sky. Dann hat sich wahrscheinlich mein Programm abgeschlossen. Das ist ja doof. So, besser. Also ich habe ihn jetzt entwurzelt, du kannst dann aufhören. Ja, lau, mein Life is Feudal wird noch ausgeführt. Soll ich dich mal hauen, damit du aufhörst zu graben? Kannst du gerne machen, weil ich habe Bestandbild, ich kann nichts mehr machen. So, jetzt stehst du wenigstens still. Ja, Ragnar hat mir gerade in Steam geschrieben, sein Spiel ist abgekackt. Bitte wer? Der gute Herr, der Roleplay bei uns schreibt, hat mir gerade über Steam geschrieben, dass sein Spiel abgekackt ist. Ja, nicht nur bei ihm. Also nebenbei gefragt, wenn ich bei Kräutern die Möglichkeit habe, sowohl für Nafta als auch für Flussmittel, was ist wichtiger? Flussmittel. Gut, dann werde ich jetzt an der Stelle kurz pausieren und das Spiel neu starten. Das heißt, ich muss wieder schneiden. Es ist zum Kotzen. Serverwerbung. Aber wenn du so eins hast, so halt dir zwei, drei Kräuter davon mit guter Qualität. Boah, das geht auf der einen Kochstelle nicht. Ja, dafür brauche ich eine richtige Küche. Bin ich wieder. Na du, wo ist denn mein Karren geblieben? Da hinten. Weg. Kurz reinkicken, reinlinsen. Tschüss, Apfelbaum. So, neue Steine. Das war, glaube ich, nochmal ein guter Baumstamm. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil aus diesen Bäumen
kann man nämlich ja noch hervorragend was raussehen. Die dürfen also der Löschorgie am Ende der Krams nicht in die Quere kommen. Synchronpflaster, hey! Ist doch gar nicht synchron. Na komm, fang an. Schön. Irgendwie fehlt uns aber hier noch der dritte Mann, der pflastert. So, tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Birke Qualität 1. Kann weg, war. Ich denke. Ach ja, ich kann den Honig ja nicht brauen, weil ich keine Küche habe. Davon wird es auch nicht besser, wenn du darauf kommst. Ja doch, vielleicht gehe ich dir irgendwann so damit auf den Sack, dass mal was passiert. Nein. Wir nerven seit 80 Runden, dass wir Kräutergärten brauchen. Wir haben 70 Runden genervt, bis wir ein großes Lagerhaus hatten. Er ist echt resistent dagegen. Tja, kann man nichts machen. Ich würde eher sagen, ich bin nicht resistent, aber wir hatten da einen gewissen Unfall, an den ein gewisser Barock schuld ist. Was? Ich habe keinen blassen Dunst, wovon er redet. Er hat den Server angelassen, das Monument ist weg, deswegen konnten wir die Küche nicht abreißen, deswegen kann ich keine neue Küche setzen. Fehler Barockseite. Das ist echt ein gutes Argument. Ist es nicht. Es ist ein gutes Argument. Wir sind mindestens 3 Leute, die ein GM-Passwort haben. Da gehöre ich nicht zu. Ich auch nicht. Und ich hab's auch nicht. Doch, hast du. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ich hab's mir zweimal gebraucht. Einmal beim Start des Servers und einmal, wo ich mich versehentlich voll mit Leben weggeportet habe, wo ich mich vergessen habe, ans Haus zu binden. Also da ich weiß, wie das Ding heißt, wie das Passwort ist, kann ich dir relativ sagen, du müsstest dich eigentlich dran erinnern. Es bleibt ganz gut im Kopf. War das das, wo Fritz gemeint hatte, ist das euer Ernst? Ja. Bin schon ein bisschen neugierig. Ich nicht. Ja, es ist einfach so blöde einfach. Ist halt völlig planlos. Ja, aber planlos ist es nicht, das weiß ich noch. Und völlig planlos auch nicht. So, der Karren wird definitiv nachher mit Holz gefüllt. Weil das ist nicht wundern, wenn das sowas ist wie GM-planlos oder sowas. Nein. Nee, nee. Ein bisschen schwieriger ist es dann schon, ist es dann wohl doch schon. Bist du sicher? Du kannst dich ja da nicht dran erinnern. Eben. Allmählich dämmert's mir, sagen wir es mal vorsichtig so. Aber dann weißt du ja, dass du es nicht in der Folge sagen solltest. Mist, jetzt wollte ich gerade sagen, jeder spricht mal dreimal aus, was er denkt. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Darf ich mitspielen? Ja. Beetlejuice. Candyman? Bloody Mary? Na, Slikine, was fällt dir ein? Was mich vor allem interessieren würde, wie will er beurteilen, wer jetzt gewonnen hat? Vom Style her würde ich sagen, Beetlejuice hat gewonnen. No. Aber es war nicht näher dran. Ich glaube, am nächsten dran wäre für mich Candyman. Ich kann es nicht beurteilen.
Ach übrigens, es müsste jemand anderes gleich die Zeit im Auge behalten, aufgrund hier meines Neustarts der Folge. Ja, ich guck die ganze Zeit laufen. Drauf. Also so ganz ruckelfrei läuft der Server trotzdem noch nicht. Boah, bei mir ist Ruckeln gerade krass. Okay, das war jetzt ein krasser Leck, ja. Okay, der Leck hat mich gegen den Baum befördert. Haha. Ich habe eigentlich wirklich so das Gefühl, wir sollten Silkenes Ratschlag mal befolgen und mal so ein bisschen den die serverweite Axt ausholen, wenn wir wirklich alles weghauen, was unter Qualität 20 ist. Ich besorge mir dafür ein Programm. Ja, aber das ich Leck hier ist jetzt zum Beispiel nicht die Wachstumsphase, es ist ja hell. Ja. Es muss irgendwas anderes sein, ja. Und ich habe schon wieder beispielsweise Standbild. Ja, ich jetzt auch gerade. Also das ist irgendwas anderes. Du, wenn das alles nichts hilft, dann nehme ich den Safe Game und gehe zu einem anderen Serveranbieter. Also Livestream ist bekannt dafür, dass egal wo du bist, irgendwann laggt es. Es ist nicht ja, so aber, super programmiert in die Richtung. Aber das ist ja extrem, das geht ja gar nicht. Jo, Verbindung oh, jetzt hat Timeout gekickt. Timeout. Serverwerbung für alle, hey! Hey. Wie gesagt, das ist unsere IP. Brauchst du ihn nicht connecten, der Server ist noch nicht wieder da. Und ich hab's nur schon mal eingegeben. Ist unser Passwort. Exaktamente. Da ist er. Wieder da? Ja. Warte auf Server. Netter Hinweis. Achte stets auf deinen Rennofen. Leg immer Kohle nach, lass ihn nicht ausgehen. Der ist extra für dich eingefügt worden. Sümpfe und Schnee können dich erheblich verlangsamen. Zeitüberschreitung bei der Verbindung zum Server. Kann ich bestätigen. Sei nett zu anderen. Und vielleicht sind sie nett zu dir. Vielleicht. Der Server ist schon wieder futsch. Na, was ist da los? Ich hatte Zeitüberschreitung. Jemand die Rechnung nicht bezahlt? Nein, die läuft noch. Ich miete ja immer vierteljährlich. Dann wäre der Server aber auch einfach komplett nicht da. Richtig. Ja, ich habe immer noch Warten auf Server. Ja, der Server ist auch nicht verfügbar. Ja, Verbindung unterbrochen. Na, müssen wir jetzt alle schneiden, bis der Server wieder da ist? Nö. Können wir einfach mal eben kurz warten. Tee trinken. Ja. Entspannen. Und Saltin lässt sein Mikro auf, da haben wir eine schöne Amsel, die singt. Ja, nö. So, ich guck gerade mal bei dem Server. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Es sieht so aus, als wenn die komplette Anbieterseite gecrasht ist. Oh ne. Barock möchte uns damit sagen, dass vielleicht unser Anbieter gehackt worden ist. Mal wieder. Oder einfach nur einen Ausfall hat. Der hat einen kompletten Ausfall anscheinend. Hat einen Bagger eine Leitung erwischt. Oder die Putzfrau hat mal wieder den Stecker gezogen. Da tippe ich eher auf den Bagger. Wollen wir dann die Aufnahme sicherheitshalber an der Stelle beenden? Das könnte noch ein bisschen länger dauern. Bis nächstes Mal. Ja, tschüss. Bevor wir die dann beenden, würde ich sagen, ne? Lasst einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da, wenn ihr jetzt was zu lachen hattet. Wir hatten was zu lachen. Ja. Falls die Donnerstag- und Freitag-Folge nicht mehr kommen, liegt es daran, dass ja, unser Anbieter einen kompletten Crash hat, wie es aussieht. Ich kann auch nicht mehr einloggen auf die Page, gar nichts. Sagen wir es mal so, es ist jetzt 20 Uhr. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, 2 Aufnahmen zu machen. Ja, die Webseite war gerade genug geladen, aber weiter. Ich werde lachen, weil ich stehe gerade in der Mine, in einem Bereich, der nicht abgestürzt ist. Das heißt, wenn ich einlogge, werde ich wahrscheinlich elendiglich sterben und verrecken. Das wäre dann ja schon mal vor the LOLs, ne? Ja, ja, jetzt müsste ich nur noch aufnehmen, oder wie war das? Ja. Eben schnell Fraps ziehen. Deswegen, bis nächstes Mal. Habe ich sogar noch. Oh, der Server ist wieder da. Ich versuch's nochmal. Weil jetzt haben wir doch schon beendet. Meine läuft noch. Ja, meine auch. Ja, ich komm drauf. Darf ich jetzt auf 9 drücken und dann machen wir weiter? Wir connecten neu. Wir machen weiter. Yay. Oh Gott.
10 Minuten haben wir noch. Das ist wie so ein Flieger, der beim Notstart wieder voll durchstartet. Ja. In der Notlandung. Ich vermute, 90% der Watchtime wird gerade eben beendet sein. Tja, aber die sehen ja, dass das Video weitergeht. Yep. Moment, das Video ist nach 12 Minuten beendet? Da kann doch was nicht stimmen. 29 sind's doch. Ich lebe! Verdammt! Schade. Kann mal jemand in den GM-Mode wechseln? Einmal Kick-Button bitte. Okay, das war unerwartet. Aber unser Text aber es ist geht noch weiter. Gespeichert, ey. Och, ich brauche nur so ein bisschen, um connecten, ne? Ja, ich kann Landschaftsverwendung. Dein Zimmernwert ist auf 81,53. Und ich habe noch nicht mal den ersten Karren verbraucht. Hier ist zu viel Holz im Weg. Hey, ich bin auch wieder da. Geh weg. Meine Straße. Hm? Hm? Ich bin mal gespannt, wie lange ich noch hier bin. Es geht gerade die Welt unter. Gewitter. Kommt bei euch das Gewitter? Weiß ich nicht. Es ist so nett gelb schimmernd. Also. Vorhin war es noch blau, der Himmel. Ja, der Himmel war vorhin blau. Jetzt ist er leuchtend gelb. Wenn es bei euch. So ein bisschen. Seid ihn? Die beiden Bäume lasst bitte stehen. Hier kommt eine Zollschranke hin. Eine Zollschranke? Wir Pferden durch. Also definitiv nein, die kommen weg. Doch, da kommt eine Zollschranke hin. Oh nein, nicht so ein brennend gelb, sondern mehr so ein, ich verfluche deine Leber gelb. Okay. Irgendwie hört seit 3 Minuten nicht auf zu grollen. Was war das denn? Ich hab hier Yuka mit dem Baum getroffen. Aber voll ins Kreuz. Hat er wenigstens Schaden gemacht? Nein. Das sah nur gut aus. Wenn du hier eine Zollschranke machen willst, können wir auch lieber die Pfähle, also die großen Holzpfosten in den Boden rammen. Wo war denn das Lager, das große? Das ist das große Lagerhaus? Ja, mit den Taschen. Das Riesenhaus in der Mitte vom Dorf. Wollte ich gerade sagen, da ist ein Riesengebäude also, als Lagerhaus. Vor der Steinmauer draußen bei der Schmiede. Und wenn du reinkommst, ist direkt links der Lederertisch und daneben steht ein Schrank. Er muss das Lagerhaus kennen, er schmeißt doch die ganze Zeit Dünger und Milch da rein. Auch. Also Zimmern hochkriegen ist echt eine Plage. Ja, stimmt. Aber mal zur Kompetenz. Ja. Wofür brauchst du Zimmern? Ich will es nur gerade im Moment machen. Er will vor dir auf 90 kommen. Nein, ich will nur für die ganzen Deko-Sachen, die ich eventuell auch mal baue. Oder für eigene kleine Projekte zumindest Zimmern auf 60 haben, dass man bei Bauerhandwerk nicht mehr geblockt ist. Hey! Du hast gesehen, in welche Richtung ich geschaut habe. Ja. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Okay, man kann die Beutel scheinbar nur einmal umbenennen. Wieso? Ja, wenn du dich dann vertan hast mit dem Namen, dann kannst du danach nicht mehr umbenennen. Also besser den Namen gut verwählen. Okay. Hast du sie Tasche A genannt? Nein. Ist da vielleicht ein Cooldown drauf? Schauen wir mal. Weil bei mir steht nämlich jetzt Kräuter... als Name, weil mein Name zu lang war. Ach so. Das wäre doof.
Dann weißt du wenigstens, dass die Tasche irgendwas mit Kräutern und Punkten zu tun hat. Machst du gerade das Unterholz? Ja, gut. Ja, und als nächstes werde ich auch die restlichen Bäume oben versiegen, damit ich da schon mal die Bretter raus habe. Ich habe gerade wieder einen Kahn da. Woher weiß er, welchen Anbieter ihr habt? Wer? Ragnar. Wir haben, ich hab gerade mit ihm geschrieben. Außerdem haben wir schon das ein oder andere Mal davor erwähnt. Ja, aber ihr habt nur gesagt Anbieter und nicht welcher. Ich glaube, in alten Folgen haben wir das bestimmt irgendwann mal gesagt. Irgendwann haben wir es mal gesagt, ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe ihm gerade auch geschrieben. Wir haben gerade zusammen noch geschrieben über Steam. Ach so, ja, das weiß ich ja nicht. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, in einer Minute hätten wir die reguläre Folgenzeit voll. Ich wusste gar nicht, dass die Zeit so gut reden kann. Ja, ne? Moment. Bei mir macht sie immer nur Tick. Und Tack. Mal bist du tot, Tack. Mal bist du lebendig, Tick. Wenn du einen Keks dabei hast, dann machst du noch Druck. Nein. Tick, du lebst. Tack, du bist tot. Ich liebe diese Babylon 5 Folge. Eine Serie, mit der ich tatsächlich nicht warm werden kann. Schöne Raumkämpfe. Ich habe mir etliche Male versucht, mir die Serie reinzuhauen, ne? Aber ich komme damit nicht klar, irgendwie. Das Problem ist, die ersten 2-3 Staffeln sind auch gewöhnungsbedürftig. Erst ab Staffel 4, 5, 6 wird's interessant. Ja, ich gucke mir aber nicht 3 Staffeln an, nur weil ich den Storyplot mitkriegen muss. Nach meinem Wissensstand gibt es nur 4 Staffeln. Es gibt 5. Ja, Crusade könnte man noch dazu zählen, das wären 5 und 6. Nee. Du hast in der Babylon 5 Special Edition Box 5 Staffeln. Vielleicht anders unterteilt worden. So, wir werden übrigens regulär am Ende. Na gut. Moderiert doch ab. Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntag von 18 bis 22 Uhr, wenn der Server denn funktioniert. Ja, und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.